Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Wenn ihr meine Glamshop-Sammlung sehen wollt und wenn ich euch davon überzeugen soll, dass Glamshop vielleicht sogar besser als Colourpop ist, dann bleibt unbedingt dran. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, schön, dass ihr mich gefunden habt. Hier geht es um Make-up, um farbenfrohes Make-up, vor allen Dingen aber geht es um Indie-Brands, die ich liebe. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann bleibt unbedingt dran und lasst mir gleich ein Abo da. Mittwochs und freitags lade ich meine Videos hoch und jetzt, nach dem Intro, zeige ich euch gleich meine Glamshop-Sammlung. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Das bedeutet, ihr möchtet gerne mal im Schnelldurchlauf alle Paletten sehen, die ich von Glamshop mittlerweile zusammengesammelt habe. Wir schnacken nicht lange. Falls ihr euch wundert, was ich Wunderschönes auf meinem Gesicht habe, ich bin gerade dabei, eine Palette für euch zu reviewen. Das ist Look Nummer 1. Wunderschön. Euer Glowy Girl ist auch wieder am Start. Ihr wisst ja, ich will ein paar Sachen in meiner 2022 Aufbrauchen-Kiste. Ja, einfach aufbrauchen. Und da sind ein paar Foundations mit dabei. Falls ihr euch fragt, wovon redet die Frau? Schaut gerne mal ins Video hinein und das Review-Video müsste eigentlich auch schon online sein. Auch das werde ich euch hier irgendwo mal verlinken. Aber wir starten jetzt mit den Paletten von Glamshop. Wir fangen mit der kleinsten Palette an, die ich da habe und das ist diese Palette hier. Das ist eine, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr auf deren Seite. Das gab einen Abverkauf. Das ist aus so einer Sternzeichen-Edition von denen gewesen. Ich kann euch die Namen nicht sagen. Es sind polnische Namen, nicht alle Paletten haben eine englische Übersetzung, aber die Seite Glamshop PL, die übersetzt immer mehr die Lidschattennamen und auch die Palettennamen, also schaut da einfach mal rein. Ist ja aber auch gar nicht so wichtig. Das hier ist tatsächlich, kleiner Spoiler Alert, die einzige Palette, die ich noch nicht für einen Look benutzt habe. Also auch die wird irgendwann im Laufe dieses Jahres mal dran sein. Also ich finde gerade hier so die Farben, die schreien irgendwie Frühling, Sommer für mich. Ich freue mich ganz doll, die zu verwenden. Wir haben hier 4 matte Farben drin und 3 von diesen extrem krass metallischen Tönen, die Glamshop so im Angebot hat. Und der hier, der ist nur so leicht metallisch, aber die hier sind so extrem foliert, also unheimlich krasse Farben, die da so drin sind. Und ja, ihr wisst ja von mir, dass ich die Glamshop-Paletten liebe und auch schon eigentlich mit allen, die ich euch jetzt in den kommenden Paletten zeige, auch Looks geschminkt habe, entweder auf Instagram oder auch schon hier bei YouTube. Also schaut mal gerne in alte Glamshop-Videos von mir hinein, wenn ihr nochmal einen näheren Eindruck bekommen wollt. Die nächste ist diese Palette. Ich nenne sie mal ganz liebevoll die Monstera-Palette, denn das sind ja Monstera-Blätter hier auf dieser Palette und das ist eine monochromatische, wunderschöne, grüne Palette. Was ich ganz, ganz toll wirklich finde, ist die Mischung aus matten Tönen in den Paletten, aber auch diese krassen, ja, speziellen Farben. Oftmals hat man hier so einen Topper-Shade, Leute, der ist so weich, butterweich. Es ist der Hammer. Ich werde nicht viel swatchen können, weil sonst bin ich wieder richtig bunt, aber seht ihr, wie wunderschön es ist. Butterweich, aber wenn ihr diese Schimmer-Shadows von Glamshop benutzt, ich kann euch nur raten, tragt sie mit dem Finger auf, macht euch auf Fallout gefasst und oder verwendet einen Glitter-Glue. Ich habe gesehen, dass Glamshop auch jetzt einen Glitter-Kleber, also einen Glitter-Glue in ihr Sortiment aufgenommen hat. Ja, Glamshop ist eine polnische Indie-Brand, vegan, tierleidfrei. Ihr müsst kein Zoll, keine Einfuhr bezahlen, also von daher bestellen lohnt sich wirklich. Die nächste Palette im Bunde, die habe ich schon öfter mal verwendet, die kennt ihr auch schon, das ist die Fioletti. Auch eine monochromatische Palette, in lila gehalten und sie ist einfach so wunderschön. Ich glaube, ihr habt sie in meinem Very Perry Video auch schon gesehen. Das verlinke ich euch mal hier oben. Da geht es ja um die Pantheon-Farbe vom Jahr 2022 und da habe ich auch hier eine Farbe draus genommen und das hier ist die Topper Shade aus dieser Palette, aber es ist einfach eine so wunderschöne, auch dieser metallische Ton hier, ne? Oh, Leute, der ist einfach nur so sexy. Schaut euch doch mal diese sexy Fuchsia-lila Farbe an in so einem Satin-metallischen Ton. Also
unheimlich schön, unheimlich sexy, ganz, ganz tolle Palette, Violetti, den Namen kann ich auf jeden Fall aussprechen. Weiter geht es mit der Laguna Palette, die habe ich mal für einen, da war ich mit Bella, glaube ich, live auf Instagram, da habe ich die mal verwendet und der Look war auch richtig krass. Hier in dieser Palette sind tatsächlich nur zwei matte Töne, der dunkelblaue und der hellblaue. Die anderen sind alle solche speziellen Shimmer-Shades, metallische Shades. Das hier ist hier wieder die Topper-Farbe in der Palette. Wunderschön. Wir haben hier die Farbe Laguna. Die ist hier sehr speziell. Das ist so eine der speziellen Farben, die ich euch gerne mal auch swatchen möchte. Oh, schaut euch mal, wie yummy die ist. Und wie geil die auch in der Kombination mit der Farbe aus der Violetti-Palette ist. Unheimlich schön. Und Glamshop hat immer wieder Angebote, Sales für diese neuen Pan-Paletten, ist der Wahnsinn. Ich glaube, die kosten so im Sale, im Angebot um die 12 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Selbst für die 20 Euro, die diese Paletten ohne Angebot kosten, lohnt sich die Qualität extrem. Was ihr jetzt nicht seht, habe ich bei allen Paletten abgemacht. Jede Palette kommt in so einem Papierschuber nochmal. Ja? Da ist meistens das gleiche Design drauf wie auf der Papierverpackung. Auch eine ganz beliebte Palette hier bei mir in der Sammlung ist die Citrinara. Eine gelbe monochromatische Palette. Da habe ich auch, die hatte ich auch dieses Jahr schon für einen Look genommen und zwar für meinen Pantheon 2021 Look, wo ich gelb und grau gemacht habe und der war so schön. Und da habe ich sogar auch, glaube ich, diesen Topperton und den gelben Ton hier rausgenommen. Also bombastische Qualität, ganz, ganz tolle Palette. Ich liebe sie. Wer noch keine monochromatische gelbe Palette hat in seiner Sammlung und nicht bei Colourpop bestellen will, weil Zoll und Einfuhr und hohe Versandkosten, Citrinara von Glamshop ist mindestens genauso gut. Mit der habe ich auch geliebäugelt und habe sie dann auch gekauft. Und zwar spreche ich von der Moro Palette. Das ist diese tarnfarbene Palette. Da haben wir auch wieder ein monochromatisches Schema. Und da sind wir so in diesen schmutzigen, camouflage-grünen Tönen drin. Wunderschön. Natürlich ist diese Farbe hier die absolute Special Shade. Aber das ist hier einer von ihren marmorierten oder Marble Shades, ja? Und marmoriert und Marble ist ja im Endeffekt das Gleiche. Und der ist ziemlich flaky. Also den müsst ihr, ihr seht es, ne? Den müsst ihr unbedingt mit einem Glitterprimer auftragen. Aber er ist einfach nur so bombastisch. Seht ihr das? Ich habe dieses Gemarbelte von meinem Finger hier auch so aufgetragen. Und dann hat es so einen geilen Effekt. Und es ist der Hammer. Es ist cremig, es ist foliert, es ist metallisch, es ist so sexy. So sexy. Ja, nicht die einfachste Formulierung von Glamshop, aber wenn man den Bogen raus hat und weiß, wie man diese, vor allen Dingen diese Formulierung verwenden kann, geil. Einfach nur geil. Und auch die Paprika-Palette habe ich schon einige Male verwendet, gerade wenn ich so, das ist eine monochromatisch-rot-orange Palette, eher so in diese orange rote Richtung, der Ton ist hier ein wunderschönes, knalliges Paprika-Orange. Ja, also richtig Hammer. Hier haben wir keine klassische Topper-Shade mit drin, was überhaupt nicht schlimm ist. Dafür haben wir aber hier möchte ich euch auch eine Farbe, die Farbe hier möchte ich euch mal swatchen. Das ist auch wieder eine von diesen krass, oh mein Gott, ich bin immer wieder begeistert. Von diesen krassen, glittrig-metallischen Tönen. Sieht einfach nur geil aus. Erinnert mich an Tabasco-Soße und ist einfach nur genial. Und tatsächlich möchte ich euch noch eine zweite Farbe aus der Palette zeigen. Und zwar die hier. Das ist so ein Duochrom. Auch wieder super soft. Wo mache ich denn euch die hin? Die mache ich euch hier hin. Och, so sexy. Die hat diesen feuchten Effekt, ja? Oh, seht ihr diesen Duochrom-Effekt? Heiß. Einfach nur sexy, heiß, Paprika-Palette übers Packaging. Man zahlt hier für die Lidschattenqualität und nicht fürs Packaging. Könnte mir egaler nicht sein. Erwartet nicht viel vom Packaging. Es tut, was es soll. Es beschützt die Lidschatten und die Lidschatten sind hier die
absoluten Stars der Show. Und die letzte, die in meiner Sammlung dazugekommen ist, ist diese Palette. Ich glaube, sie heißt übersetzt Schoko-Kirsch. Ich nenne sie ganz liebevoll meine Schwarzwälder Kirschtortenpalette, denn so sieht sie für mich aus. Das ist die Palette, die kommt ohne Spiegel. Und ich wollte euch mal zeigen, Glamshop scheint seine Paletten dünner zu gestalten vom Packaging her, was ich sehr begrüße. Ich brauche auch nicht in jeder Palette einen Spiegel. Ich muss aber tatsächlich sagen, bei so einer großen Palette wäre ein Spiegel natürlich nicht schlecht gewesen. Muss ich wirklich sagen, aber gut. Hier haben wir eine wunderschöne Mischung aus dunkleren Rottönen. Also was ich ganz toll finde, ist, dass wir hier sehr hell und ziemlich dunkel werden können. Sowohl in der braunen Richtung als auch in der roten Richtung. Und ich mag das, dass wir hier so eine schöne helle Reihe mit drin haben. Das ist ein Schimmerton matt, metallisch foliert und wieder ein matter Ton. Und hier möchte ich euch gerne, und hier ist ein Glitter mit drin, den möchte ich euch gerne mal swatchen. Den hatte ich auch zu Weihnachten für meinen einen Weihnachtslook benutzt. Also da benutzt ihr dann bitte auch wieder einen Glitterglue. Aber es ist ein Glitter, der trotzdem so eine, hier, da ist er, ne? Also der hat auch so einen Schiff drin, so einen rot-goldenen. Es ist ein andersartiger Glitter. Also der Glitter ist nur so, voll krass. Ihr seht es rot und ich sehe es aber ganz grün. Also das ist wirklich ein Duochrom-Glitter. Sehr, sehr spannend. Im Pfännchen hat er ja auch diese, wartet mal, wo ist er? Hier, ne? Okay, hier im Pfännchen in der Kamera ist er wieder rot. Wenn ich auf, genau, wenn ich ins Pfännchen gucke, dann sehe ich die Farbe, ne? Das ist so ein Grün. Seht ihr das, den Flip? Auf jeden Fall ein ganz interessanter Glitter. Nicht so ein Glitter-Glitter, sondern er hat eine Base. Ja, und er ist anders. Ich war überrascht. Ich hatte das nämlich nicht gesehen, dass da ein Glitter in der Palette ist. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich nicht geholt, aber es hätte ich auch bereut. Ich swatch euch die Farbe nochmal. Ich mag die sehr, sehr gerne leiden. Die habe ich, ihr seht ja auch schon, dass ich die schon ein paar Mal benutzt habe. Und die hat auch wieder diesen samtigen Satin-metallischen Finish. Einfach wunderschön. Und die hat so eine bräunliche Base, die Farbe. Also sie ist nicht klassisch nur rot, sondern hat so eine bräunliche Base und ihr seht einen Traum, wie weich und buttrig sich die auftragen lässt. Also auch eine ganz besondere Palette und ich freue mich, dass ich die auch in meiner Sammlung habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch auch meine Glamshop-Sammlung gezeigt habe. Wenn ihr andere Videos von mir mögt, dann schaut doch mal gerne rein. Hier unten könnt ihr mir ein kostenloses Abo dalassen. Ich freue mich, wenn wir wachsen. Wir sehen uns ganz bald beim nächsten Mal wieder. Passt schön auf euch und eure Mitmenschen auf. Bis dann. Ciao.